Sie trommeln, sie tanzen, sie pfeifen. Am Sonntagabend demonstrieren mehr als 300 sogenannte Querdenker auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Ohne Masken, ohne Abstand protestieren sie bei einer Spontanversammlung gegen die Corona-Maßnahmen. Die Demonstration war von der Stadt untersagt worden. Den Corona-Leugnern ist das egal. Minutenlang skandieren sie vor dem Weißen Turm, schwenken Fahnen und singen lauthals. Deshalb hagelt es Kritik gegen die Polizei. Ein Großaufgebot war im Einsatz, doch die Beamten griffen nicht ein. Der zentrale Platz wurde zwischenzeitlich für Passanten abgeriegelt. Immerhin, rund um die Veranstaltung wurden mehrere hundert Kontrollen durchgeführt. 117 Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz stellten die Beamten fest. In 10 Fällen mussten Strafverfahren eingeleitet werden. Über den Tag verteilt fanden in Nürnberg diverse Veranstaltungen statt. Mehrere angemeldete Großdemonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen hatte die Stadt verboten. Die Zahl der Teilnehmer war auf 200 begrenzt worden, jedoch konnte man sich mit den Organisatoren nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen. Und so demonstrierten gegen Mittag 160 Menschen in der Innenstadt, mehrere hundert waren es bei einer weiteren Veranstaltung am frühen Abend. Laut Polizei wurden Masken- und Abstandsregeln nicht permanent eingehalten, dennoch seien die Veranstaltungen größtenteils störungsfrei verlaufen, heißt es in einer Pressemeldung. Bei einer ebenfalls friedlichen Gegendemonstration hatten sich rund 200 Teilnehmer versammelt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.